Ihr seht mich mal wieder grinsen. Ich kriege heute Post vom Amtsgericht Peine. In der Strafsache gegen Sie wegen Beleidigung. Ja, Ulla? Also, das, was mir jetzt zur Last gelegt wird, ist jetzt knapp ein Jahr her. Vor allen Dingen, tja, also ich habe keine Bilder rausgenommen. Also da möchte ich das wirklich sehen. Ja, deiner Zeugin habe ich die Freundschaft auch gekündigt. Aber das wolltest du ja sicherlich auch. Gut, okay, Freunde waren wir nie wirklich, aber egal. Aber auf jeden Fall wirst du jetzt nach 238 Strafgesetzbuch wirst du jetzt von mir eine Anzeige kriegen. Du bist doch krank. Echt, Ulla. Eine richtig kranke Person. Und was deine neue Freundin, deine Zeugin, gerade mir auch noch geschrieben hat, kriegt die Polizei auch noch von mir. Und sogar dein Psychologe. Sag mal, du bist doch wirklich, du solltest sie echt mal untersuchen lassen. Ich sag ja, allen Respekt verdammt nochmal an deinen Ex-Mann. Der hat die zehnfache Zeit, fast die zehnfache Zeit ausgehalten mit dir. Also da muss ich echt sagen, Respekt, Thorsten! Respekt! Weißt du, oder ich kann dich, ich kann und ich will dich auch gar nicht mehr ernst nehmen. Im Gegenteil, ich vergiss nicht, mich jetzt anzuzeigen, weil ich über dich lache. Das ist eine Beleidigung. Echt? Oh, du bist so herrlich. Also wie gesagt, gegen diesen Strafbefehl werde ich Widerspruch einlegen und werde dich nach 238 Strafgesetzbuch anzeigen und auch, weil du gegen deinen eigenen Beschluss aus 19 verstoßen hast. Du bist so herrlich krank. Egal, ciao. Oh. Hey.